So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück bei einem kleinen Modding-Video. Heute machen wir nicht so arg viel Modding in der Hinsicht von Lua-Scripting, sondern mehr den Texturen etwas. Denn wer heute Mittag bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeigeschaut hat, ist einfach nur Twitch/OperationDarkside zusammengeschrieben, der hat gesehen, dass ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe. Die Aufnahme kommt auch auf YouTube, keine Angst. Und wir haben festgestellt, dass einige Texturen fehlen. Zum Beispiel die Stone Brick Textur fehlt im Texture Pack von, lass mich nicht lügen, Sfax Test BD Craft. Da fehlt einfach die Textur. Und da habe ich mir gedacht, dann füge ich die doch einfach selbst ein. Weil ansonsten müsste ich das Texturenpack verändern. Und wenn ich das Texturenpack verändern, dann muss ich das quasi bei jedem, der bei mir mitspielt, muss ich das verändern. Deswegen habe ich es in meine Mod mit reingepackt. Und Texturen, da habe ich halt gleich den passenden Namen gegeben. Weil wenn man eine Mod hat und dann hat einen Texturenordner, man gibt da etwas den passenden Namen, dann erscheint das auch sofort im Spiel. Das heißt, ich habe das hier einfach hinzugefügt. Ich habe sonst keinen Lua-Script, nicht im Init-Lua oder sowas rumgemacht. Seht ihr das momentan? Ja, seht ihr? Ja, dann kann man einfach mal kurz auf Spielen klicken. Dauert jetzt natürlich ein paar Sekunden, bis es geladen ist. Und dann sehen wir sogleich, das hier die passende Textur. Ist jetzt nicht wie in Minecraft, dass man hier die Texturen abwechseln könnte, weil ich glaube, dazu müsste ich dann doch im Lua-Skript ein bisschen rumfingern. Aber ansonsten passt das hier von der Textur her. Was mich als nächstes stört, ist die Türen hier. Die Texturen sind, wie ihr gut erkennen könnt, sind erstens unscharf und zweitens extrem gering aufgelöst. Ich habe mir mal die Originaltextur angeguckt. Originaltextur. Finden wir das Ganze mal wieder. Originaltextur ist hier. Das wäre quasi das hier. Wenn ihr da genau hinguckt, seht ihr, das sieht nicht wirklich schön aus. Und wenn hier drüber geht, das seht ihr auch, das ist 38x32 Pixel. Das ist nicht schön. Ja, das sieht nicht schön aus. Deswegen habe ich mich gefragt, wie könnte ich das verändern? Dann ist mir aber aufgefallen, die haben hier ja quasi beide Türenseiten und noch quasi diese Layer hier dran gehängt, die noch hier hinzukommen, wenn man darauf geachtet hat. Das Ding ist 32x38 Pixel. Normale ist 16x16 Pixel. Das heißt, die haben hier quasi dieses, die untere Stück Tür hier ist 16x16, das hier ist 16x16, das hier ist 16x16, das hier ist 16x16. Aber wenn wir 16 und 16 zusammenzählen, haben wir 32. Das ist aber 38, das heißt, uns fehlen noch 6 Pixel. Das heißt, die haben hier noch 6 Pixel Türenseite mit drin. So, aber das haben sie alles in einer Textur. Und jetzt müssen sie das Ganze irgendwie um eine andere Textur herum rappen. Oder haben sie das hier vielleicht sogar zwischendrin? Naja, ich glaube, die haben hier zwischendrin sogar noch so 2 Pixel Tür. Und wenn wir uns die Textur von Sfax angucken, hier habe ich das, die 128er, 256, 128 macht jetzt nicht so arg viel Unterschied. Nur wenn man da wirklich jetzt extremen Wert drauf legt, sollte man da was machen. Bett, C, D, irgendwann kommt D für Door, Door, genau. Door normal, Wood, Wood, Lower, hat man das hier. Upper hat man das hier. So, und ich glaube jetzt nicht, dass
Das ist Jungle, Iron, Dark, Birch, Acadia. Das ist schon der Dispenser. Und ansonsten haben wir mit Wood hier haben wir, glaube ich, nichts. Also nichts mit Dora. Ich glaube, das war's. Ja. Und den Rest scheint Minecraft von alleine zu machen. Quasi um die Dicke der Tür herzustellen. Das heißt, wir müssten theoretisch aus den aus dieser Tür hier müssten wir nehmen mit den anderen ja, mit den anderen Texturen zusammenpacken und müssten daraus quasi selbst diese Textur erstellen. Was jetzt an sich nicht zu schwer wäre, das laden wir einfach in GIMP rein, klatschen das aneinander. Sollte nicht wirklich allzu schwer sein. Dann habe ich mir aber mal das Rezept angeguckt, weil Doors ist hier eine Mod. Das ist nichts Default, weil, na klar, das Verhalten von der Tür ist ein bisschen schwerer herzustellen. Habe ich mir mal das Init-Lua angeguckt und da können wir schon sehen, hier wird schon mit festen Pixelwerten gearbeitet. Zumindest macht es auf mich den Eindruck. Weil wir können auch gerne mal 16 suchen. Und das sehen wir hier auch, dass hier mit 16 Pixeln gearbeitet wird. Collision Box, Selection Box, das sind alles 16 Pixel, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irre, aber ja. Das heißt, es ist nicht sicher, ob wir das wirklich so ersetzen können, wie wir das gern hätten. Ja, Collision Box needed, otherwise Selection Box would be full node size. Tja, jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwas mit dieser Textur zu tun hat. Das ist dieses Hidden Door Segment. Jetzt können wir gerne mal diese 32 noch irgendwo anders suchen. Die haben wir hier. Finden wir sie hier. So, das ist jetzt diese Notebox und diese Collision Box. Jetzt ist die Frage: Können wir eine andere Textur einfach so nehmen? Und können sie quasi so zusammenbauen? Oder erwartet das, dass das Ganze so aussieht wie hier in den Texturen? Weil wir können ja einfach das hier mal kopieren und gucken, wo sie das verwenden. Dann sieht man hier schon Doors Register. Door Wood. So. Backface Culling, True Description, Wooden Door, Inventory Image, Doors Item. Also das auch noch hier irgendwo? Ah, hier, das ist es. Item. Image. Choppy, oddly breakable by hand, flammable 2. Rezept ist alles so in Ordnung. Finden wir das noch irgendwo? Wir finden es hier unten. Doors Register Door Name Dev. Ja, da haben sie auch wieder das. Über Textur. Wood. Ne, das wechselt sich nur noch ab. Okay, das haben sie jetzt an zwei Stellen. Jetzt müssen wir gucken, benutzen sie hier irgendwo Pixelzahlen oder so? Oder hier. Hier sehe ich irgendwas von zwei. Das könnten diese zwei Pixel sein, die sie für die zwischen die Türrahmen verwenden. Das heißt, wir müssten theoretisch unsere eigene Doors-Mod erstellen. Was mir ganz ehrlich nicht zu viel zusagt. Weil wir haben auch noch etwas anderes, was sie hier benutzen. Und zwar, sie benutzen Models. Das sind OBJ-Dateien, die man mit einem speziellen Programm öffnen kann. Das bildet quasi dieses Netz um die Tür mit der Textur herum. Ist die Frage, soll ich mich daran wagen, soll ich mich nicht dran wagen? Eine Sache wollte ich aber trotzdem auf jeden Fall heute machen. Weil ganz ehrlich, das ist ein bisschen aufwendig. Ich weiß nicht, ob ich mir den Aufwand heute machen will. Was anderes kann ich aber auf jeden Fall machen. Und zwar, ich kann das Rezept für die Holzkohle. Mit Holzkohle kann man nämlich
immer mal wieder was machen. Und zwar dasselbe, was man mit Kohle machen können soll. Was haben wir hier? Wir haben unsere Charcoal. Das heißt, wir müssten noch ein Rezept registrieren. Dazu gehen wir wieder auf unsere schöne Seite. Boah, was war das? Mein Test. Modding Tutorial vielleicht. Da war doch diese schöne Seite mit dem komischen Namen. Genau, Ruben Body war es, glaube ich. Genau der da war es. Der hat ja so eine schöne Seite für Skripten gemacht. Crafting. Für kompliziertere Rezepte. Basic Note. Wollten wir auch nicht. Sondern Crafting. Genau hier war es ein Rezept. Register Craft. Genau hier haben wir Charcoal aus dem Tree hergestellt. Das ist Fuel. Das ist Cooking. Ah, da haben wir noch nichts dazu. Dann könnten wir hier Output. Ja, das ist ein ganz normales. Da muss kein Typ dazu, sondern da muss einfach nur. Ja, also da kann man ein ganz normales Mindtest.RegisterCraft. Genau. RegisterCraft. So. Da innen rein. Mal den hier. Als Output haben wir definitiv eine Fackel. Weiß ich natürlich nicht, wie Fackel heißt. Machen wir also erstmal das Rezept, bevor wir das nachgucken, wie Fackel heißt. Also klar, aber ist das wirklich Default Torch? Oder ist das was anderes? Ne, das Rezept ist ja klar. Genau, das Rezept ist ein bisschen komplizierter. Das ist ja ein, ich glaube, das nennt man Lua-Objekt. Ja, stellen wir das normalerweise her. So. Und so. Ne, nicht so. Das müsste stimmen an sich. Genau. Und hier machen wir ein Dark Mod Charcoal. Weil das heißt ja bei uns so, genau. Und hier unten machen wir ein Default Stick. Hoffen wir einfach mal, dass es so heißt. Dann könnten wir nämlich so gleich das Rezept dafür hinzufügen. Speichern wir jetzt einfach mal so. Und jetzt sind wir mal nicht so sauber und gucken nach, wie wird es normalerweise gemacht, weil Fackeln sind ja wahrscheinlich eine eigene Mod und da müsste ja ebenfalls das RegisterCraft drin sein. Sondern wir machen einfach mal den Experimentalweg. Wir starten das Spiel. Wir gehen ins Spiel rein. Warten ein paar Sekunden, bis es geladen ist. Geht ja dank SSD glücklicherweise relativ schnell. Charcoal haben wir jetzt gerade keine dabei, aber das ist, ja, das ist ein Stick, genau. Ich denke mal, dass es einfach so per Default dabei ist. Ja. Dann gucken wir mal, ob sich das so machen lässt. Da vorne ist natürlich auch noch ein Haus, das hat meine Freundin gebaut vorhin. Gespielt habe ich ja schon erwähnt. So, jetzt haben wir ein Stück Charcoal. Wunderschön. Also, Mod hat funktioniert. Und wir haben im Grunde genommen einfach nur geraten. Fackeln. Da hier. Mal die spitzen Fackeln hinzustellen ist immer gut. Für ein bisschen Beleuchtung. So. Und was ich gar nicht gewusst habe, dass diese Teile hier oben an den Seiten von Pipeworks kommen. Demjenigen in den Kommentaren, dessen Name mir gerade entfallen ist. Danke. Ich habe mir schon gedacht, das sieht ein bisschen komisch aus, aber. Das scheint wohl zu Pipeworks zu gehören. Die Texturen hier können natürlich zu Sfax. Genau. Das da vorne ist meine kleine Hütte. Das ist die Hütte von meiner Freundin. Das wird also eine vollkommene Holzhütte. Und ich habe mich so quasi so ein bisschen. Wie sehen solche Hütten normalerweise aus? Ich glaube so. War das so diese typische kanadische Hütte?
Quasi so außen Holz und innen Stein, oder war es außen Stein und innen Holz? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Ja. Programm können wir direkt beenden. Ist ja halb so wichtig, warum es da geht. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall, kann man eine Torch draus machen. Kann man aus Holzkohle noch irgendwas machen? Und haben Ideen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt spontan keine. Was wir noch machen könnten, ist schließen und hier bei den Texturen noch andere hinzufügen, die uns fehlen. Und zwar Door Blocks, genau, da Models. Türen. Genau, das wird jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen blöd. Und jetzt machen wir noch eine auf. Hocken das da unten in die Ecke. So, das heißt, das sind die Texturen in meiner Mod. Hier sind die ganz normalen Mindtest-Texturen in diesen Mods. Das sind die Blöcke, die wir in PureBDCraft, also das, was wir aus Minecraft kennen haben. Und hier holen wir uns dann genau, Texturen, was das normale Sfax Test-BD-Craft so hat. Das sieht natürlich auch geil aus. So die Standard-Figurentextur sieht ja auch hammerhart aus. Cooked Red. Crack. Okay, ja, das kann man auf dem schwarzen Hintergrund nicht erkennen. Danke, Windows. Weiß gar nicht. Ach, das ist eine Cloud. Genau, das ist die normale Kohle. Ich könnte theoretisch natürlich auch nicht diese Holzkohle nehmen, sondern die Holzkohle aus Sfax. Die hat auch eine eigene Textur. Aber jetzt habe ich das schon mal erstellt. Hat ja auch Spaß gemacht zu erstellen. So ist es ja nicht. Kakteen, Bricks, it's a brick. House. So, Desert Hammer, Default Dirt Hammer. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen Abwechslung gebrauchen, einfach so. Glas funktioniert, habe ich schon ausprobiert. Default Jungle Grass. Leaves funktioniert, so viel ich weiß, auch. Lava habe ich noch nie gesehen. Mese, keine Ahnung. Default Saplings. Saplings funktionieren, das weiß ich. Default Sign. Das funktioniert nicht, haben wir gesehen. Viele Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Tool Mese Pick. Okay, auch noch nicht ausprobiert. Was hier fehlt, ist. Genau, das ist mir auch noch aufgefallen. Die Hoe. Ho. Ist nicht bei Blocks, sondern vielleicht bei Tools. Haben Sie hier Tools? Es ist wohl dann eher bei Items, nehme ich mal an. Models, Map. Ja, ich nehme es mal an, dass es bei Items ist. Dass wir haben wir eine hohe. Hohe? Iron Hoe. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Haben wir hier nicht, sollten wir hier aber haben. Jetzt müssten wir aber noch nachgucken. Ist das eine Mod? Gibt es hier eine Tools-Mod? Wool, Walls. Was sind denn Walls? Cobblestone Wall. Okay. Das ist mir neu. Sollen wir uns nicht ablenken lassen? Give. Gucken wir, suchen wir hier mal durch. Ho? Hose, Lua. Wo liegt es? In Farming. Okay. Das registriert Ho Mese, Ho Diamond, Bronze, Steel, Stone, Wood. Das müsste also in diesem Ordner hier liegen. Dateipfad öffnen, Texturen. Ja, und das sieht man auch, dieses Weed.
Weil wenn wir Weed haben, dann haben wir immer das Weed aus dieser Mod hier, aus dieser Farming-Mod. Die ist zwar per Default dabei, aber sie ist nicht schön. Das heißt, da können wir auch noch mal Hand anlegen, aber wir wissen zumindest, wie es heißen soll. Das heißt, wir könnten uns jetzt, wir haben gut Bronze, das kann ich noch schnell in Gimp machen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt ein bisschen dauern könnte. Also wir haben Wood, wir haben Stone, wir haben Steel, wir haben Mese. Keine Ahnung, ob ich das machen will. Bronze und Diamant, aber wir können auf jeden Fall. Ja, machen wir aus der Gold, machen wir einfach die Mese. Ich denke mal, die sieht so ähnlich aus. Ja. Könnte man schon sagen. Kopieren wir hier rein. Dann hatten wir das hier und jetzt das Einzige, was uns noch fehlt, sind die Namen. So, das ist Farming Tool Woodhoe. Farming Tool, damit überschreiben wir nämlich die Mod. Stonehoe. Das hier wäre die Stonehoe. Selbiges mit der Steelhoe. Könnte so ein Wrestler sein. So, hier Mese. Mese machen wir einfach mit der Goldhoe. Erkennt eh keiner den Unterschied. Und schlussendlich noch diese Hoe. So, und wenn wir die Bronzehoe haben wollen, nehmen wir einfach Gimp. Warten einige Sekunden, bis das geladen ist. Hier ist die ganze Tension, Tensions, Scripts und so weiter. Hauen das Ganze hier rein. Und vergrößern das etwas. So viele Pixel sind es auch wieder nicht. Machen hier eine von Handauswahl. Weil sie muss ja komplett aus Bronze bestehen. Macht ja auch nichts, wenn wir ein bisschen gröber auswählen. Weil, wenn wir Sachen von der Farbe her verändern, dann ist ja nicht so schlimm. Farben? Einfärben? Ah, da war was. Modus, RGB bitte. Farben einfärben jetzt. Genau. Genau. Wie. Ja, damit sollten wir uns vielleicht mal die Dinge angucken, die. Wie ist das? Bronze. Was für eine Farbe ist denn das? Man könnte schon sagen, das ist ein Orange. Da können wir mal gucken. Hier, das ist. Ja, Pink wäre natürlich auch geil, aber dann. Ja, wir könnten uns ein Kristall selbst erfinden und könnten dann. Quasi daraus einen pinken Kristall machen und diese pinken Kristalle könnte man dann auch als zum Hoe herstellen benutzen. Das ist zu grün, das ist zu grün. Ja. Machen wir mal sowas. So, Auswahl aufheben. Dasselbe machen wir auch noch großzügig hier unten. Farbe einfärben. 26 haben wir gesagt. Okay, dann machen wir einfach mal exportieren als PNG. Agmod Charcoal. Genau, das ist dann jetzt nicht Steelhose, sondern Bronze. Aber wofür will ich? Da will ich sicher sein, da will ich absolut sicher sein. Wie heißt das Ding? Nehme ich mir hier den Namen raus. Bronzehoe. Okay, wird wohl auf Englisch genauso geschrieben. Exportieren? Ja. Meinetwegen. Sollte ja auch
annehmen, wenn wir das nicht wieder in den Indiziert-Modus zurücksetzen. Noch irgendwas? Bulmas Projekt exportieren? Ja. Um sauber zu machen, machen wir das mal in Pictures. Speichern wir das mal mit rein. Damit es schöner, damit das Ganze sauber aussieht. Bronze, ja. Richtig geil sieht es nicht aus, ich gebe es zu, aber ist halt wie Eisen, nur mit Bronze. So, dann hätten wir das. Jetzt hätten wir auch ein paar schöne Hose. Experimentaltest. So, wunderschön. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so 3D aus, findet ihr nicht? Ist wahrscheinlich nicht 3D, aber es sieht irgendwie so 3D aus. Wegen den Schatten da drin. Diese Nüppel da. In Ordnung. Wir haben das, wir haben Steine. Das heißt, wir müssten eigentlich ohne Probleme sofort... Es wird nicht verwendet. Stone Shovel. Stone Pickaxe. Die Frage ist, was haben wir falsch gemacht? Das sind wahrscheinlich Sachen, die sind standardmäßig dabei. Die sind wahrscheinlich in der... Wo sieht man hier? Ich meine, das ist... Ah, genau, das sind die Assets. Genau, das sind hier drin. Die sind, genau, die sind in Default wahrscheinlich drin. Die Tools drin, ja. Default, Tools, Steel, Shovel. Ja. Das ist alles Default-Kram. Jetzt ist die Frage, wie können wir eine andere Mod überschreiben, ohne die Mod selbst zu verändern? Weil ich würde das gern zentral alles in einer Mod haben. Ja, das heißt, das Spiel können wir sowieso mal wieder schließen. Das heißt, wir müssen unseren guten Dr. Google fragen, und zwar Mindtest Override Texture of another mod. Lua scripts provide modding support. Declare an item will override the default in the default mod. Okay, heißt es, dass ich in meinem Lua-Skript diese ganzen Hose jetzt registrieren muss und damit das Default-Dingens überschreiben? Da müsste doch ein eigenes Beispiel dafür haben. Dev, Mindtest Modding, war das nicht diese Seite, die wieder untergegangen ist? Ah, nee, es geht. Sehr gut. Register Craft Item, das ist dasselbe wie in hier. Crafting, Shaped, Shapeless, Cooking Fuel, Dig Types. Was? Wo zitiert der hier? Mindtest Lua Scripts provide modding support. Declare an item default dirt. Default. Declare an item default dirt. Override default dirt in the default mod. So, das heißt, wenn ich es in einer anderen Mod überschreiben will, dann muss ich wissen, wie das Ding heißt. Alias, wir müssen es mal wieder rausfinden. So, das war nicht die Default Mod, das war die Farming Mod. Das ist Init Lua. Das Ding heißt dann wohl Farming. Farming Cotton, Farming String, Farming Straw. Okay, die hatten doch hier, genau, die hatten ein Hose. Ho, ho, ho.
Farming Hoe Mese, Farming Hoe Bronze. Genau. Register Hoe. Ja, das ist ein Problem. Weiß ich nicht, wie man das Ganze überschreibt. Bisschen tricky. Init Lua. Wir haben hier unsere Rein Energy Crystal. Was machen wir da? Wir machen Hoes. Heißt, wir haben hier. Das ist halt Farming. Register Ho. Habe ich Zugriff auf dieses Farming oder habe ich das nur hier drin? Weil das hier. Ja. Das macht aus Farming ein Objekt und Farming Path, Get Mod Path, Farming. Du. Wenn diese Mods hier da sind, heißt es, ich kann es auch verwenden. Kann ich das überschreiben? Inventory Image. Inventory Image wird wahrscheinlich dann auch außerhalb benutzt. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal eine ganz normale Wooden Hoe. Nehmen mal an, dass wir jetzt auch Farming Register Hoe benutzen können. Und sagen dann aber Farming Tool. Oh, das war meine. Sind wir einfach mal so dreist und machen daraus. Klausch mir das einfach mal. Zieh mir das raus. Und sage einfach, nein, das heißt jetzt so, das ist eine Dark Mod Tool Woodhoe. Ist zwar ein bisschen geklaut, es ist flammable, es ist eine Gruppe Holz, Max Use ist 30, Dark Mod Tool Woodhoe, Wooden Hoe. Ja. Die Frage ist. Mein Test, Dark Mod Init Lua. Attempt to index global farming a nil value. Okay. Das heißt, darauf kann ich nicht zugreifen. Schön zu wissen. Register Hold. Das heißt, es macht jetzt ein bisschen komplizierter. Hier machen sie einfach. Farming Register Hoe, aber das ist ja eine Methode, die haben sie ja versteckt. Genau. Und ich denke mal, sie haben API. Register Plants, Hoe on Use. Register Hoe, da habe ich mir ja gedacht. Da machen sie hier das Ganze. If Name Sub 11 Doppelpunkt Then. Das ist, ach, das ist wahrscheinlich ein Ungleich. Wenn es nicht ist, dann machen wir das. Check Dev Table Description gleich nil, denn Description Ho. Tja, jetzt müssen wir wissen, wie das dann am Ende aussieht. Recipe Air Group Stick. Air, Wow. Wir haben sicher schon ein bisschen was dabei gedacht. Register Tool. Name. Description, Dev Description, Inventory Image. Genau, woher kriegen sie das Dev? Woher kriegen sie die Description? Also, that Description is Ho. Genau. Ach so, ja. Das Dev kriegen sie von da oben. Da steht dann, da steht der ganze Kram drin. Okay. Inventory Image kriegen sie auch. On Use Function. Benutzen hier das Dev irgendwo. Max Uses. Pointed Thing. Groups Breaks Default Tool Breaks. Was haben sie hier? Okay, hier machen sie das. Material. Recipe. Description. Else, Register Craft, Group Stick, Material, 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 Stick, Stick. Okay, Reverse Recipe. Ach, das kann man auch in eine andere Richtung machen, okay. Okay, die haben sich hier das gemacht.
Und ja, also. Ganz ehrlich, da muss ich mal kurz gucken, wie Lua funktioniert. Ich habe Lua. Wie war das da? Language Lua. Programmiersprache, Geschichte. Zuweisungen, Funktionen. Operatoren bitte, irgendwas hier so. Okay. Operators. Operators Lua. Das da. Was ist das? But. There is always a chance, true oder false. Test. Negative of equality. Also ist nicht gleich. Gut, dann habe ich mir das schon mal richtig gedacht. Wenn nicht das da ist, dann das da. Name. Und Name ist in dem Fall. Farming. Oh, Steel. Ja. Ja, genau. Doppelpunkt heißt wahrscheinlich, es erweitert Default. Okay, das heißt, ich muss in meinem Init-Lua nicht Register Ho, sondern hier Register Mindtest. Mindtest, Register Tool. Farming. Oh, Wood, um das zu überschreiben. Ich hoffe, es funktioniert. Description. Wie es hergestellt wird, bleibt ja immer noch gleich. Nur das Tool selbst soll ja an was Eigenes werden. Das heißt, so sollte es eigentlich funktionieren. Weil quasi die Ho an sich wird genau über diesen String identifiziert, wie er auch hier beschrieben ist. Genau. Und ja, dann machen wir das mal. Selber Test wie eben. Verbinden. Blöcke funktionieren. Das funktioniert. Das ist ein Stonehoe. Klar, dass wir das hier noch nicht sehen, weil wir haben es ja noch nicht mit Wood versucht. Habe ich Wood im Inventar? Wir haben gar kein Wood mehr. Das ist doof, wenn man gerade etwas testen will. Axt habe ich auch keine. Ich habe eine Steinaxt. Da, Steinaxt. Und jetzt gucken wir mal. Holzen wir mal so einen Baum nieder. Die sind miteinander verwurstelt. Nein, die sind auch miteinander verwurstelt. Gibt es hier irgendwelche Bäume, die nicht miteinander verwurstelt sind? Müsste das nicht eigentlich reichen? Shit. Hat nicht funktioniert. Rezept ist. Rezept, klar, funktioniert immer noch, aber es funktioniert nicht dieses Wooden Hoe Dingens. Weil. Ist eine andere Mod überhaupt überschreibbar? Oder wird das verhindert? Oder wird es dadurch verhindert, dass. Also verhindert das Mod-Kollision? Das ist hier die Hauptfrage. Ja, die brauche ich jetzt gerade nicht. Was machen die hier? Weil hier wird ja beschrieben, dass man, wenn man, genau, override, item strings. To override, you prefix the item string with a colon. Declaring an item as default dirt will override the default dirt mod. Heißt das vielleicht, ich muss. Nein, nicht hier. Ich muss hier vielleicht einfach nur
noch eins davor setzen. Jetzt mal ganz blöd gefragt. Dass ich da... Ja, bitte, bitte. Nein, doch. Schade. Zu schade. Hab gedacht, das könnte ich dadurch überschreiben. Ja. Das heißt, das wird dadurch schon mal nichts. Alright. Another Mod. Gibt es das Problem überhaupt? Was ist der? Das nächste. Meine Get Current Mod Name. There's Register. Mod Name Conflicts. Vielleicht könnte uns das helfen. Rules. If the mod loader finds two or more mods with the same name, at most one of them can be loaded. If mods are not loaded due to name conflicts, warnings will be imprinted on info stream. If the conflict mods belong to different levels, see the next section. Ah. The mod from the highest level will be loaded. Conflicts, mod level. Okay, so I really bought an error. Okay, game mods in mod packs. Game mods. World mods in mod packs. World mods. User add-on mods in mod packs. User add-on mods. Okay, example, if the directory is game, survival mods bones, and the mods bones exists, letter 1 is enabled, the letter will be loaded as is a user mod, whereas the former mod is a game mod. Is mods fun hack mod and mods fun hack exist, and no fun mod outside a mod pack are both enabled, so will abort. Overriding game or world provided mods with user. Fixing a conflict mods. Ah! Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Installing two or more mods with the same name. Ja, aber was ist mit Tools? Quasi, weil das ist ja das Problem, das ich habe hier. Weil das über das hat das machen die ja schon hier drüben. Damit überschreiben sie. Machen sie das damit unüberschreibbar, indem sie das schon hier vorne dran setzen? Weil es gibt ja vorher noch keine Farming Ho an sich. Und hierdurch machen sie es ja bloß zugänglich. Register Ho. Anderes Tick, Tick again, Place Seed. Das ist ja alles nicht falsch. LBM. Ja. Okay, was passiert, wenn ich einfach hier den hier mache? Wie ich es schon hier oben gemacht habe. Darkmod Ho Wood. Darkmod Tool Wood Ho PNG. Wooden Ho. Das ist dann aber vermutlich was Eigenes. Überschreibe ich damit die Farming Wooden Hoe? Oder was tue ich damit? Können wir jetzt gleich herausfinden? Nein, tut immer noch nicht, was es soll. Okay. Nächster Versuch wäre... Nee, da würde ich ja quasi meine eigene Mod überschreiben oder so. Also wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Weil die haben ja Doppelpunkt irgendwie vorne dran geschrieben, warum auch immer sie das getan haben. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Das ist schon mal... Also das funktioniert schon mal so, wie es sollte. Die Frage ist nur, wie kann ich eine andere Mod überschreiben?
Außerdem will ich ja das Tool nicht selbst überschreiben, sondern nur die. Na. Ich probiere nochmal was aus. Nur die Textur möchte ich ja überschreiben. Und die nehmen sie ja nur aus dem Modload-Ordner. Hatten wir nicht irgendwo noch Eimer? Ja, hier wurde das Eimer, der Wassereimer wurde aus der Wassereimer-Mod genommen. Wo haben wir die? So, hier haben wir das Mods Bucket Texture River Water Water. Aber auf jeden Fall, ob es jetzt Water ist oder River Water, wir haben einen Eimer mit Wasser. Und das wurde durch. Das wurde durch das hier überschrieben. Wo auch immer wir den Eimer Wasser haben. Genau, den hatten wir, glaube ich, ganz oben. Genau. Bucket Water PNG. Und ansonsten ist hier, glaube ich, kein Pfeil drin, das irgendwie die Fähigkeit besitzen würde, irgendwas zu überschreiben. Genau, hier haben sie auch das Wood dort drin, aber das wird eh nicht verwendet, merkwürdigerweise. Haben sie sich wohl nicht so viel Gedanken gemacht. Legal, how to update, how to install. Ja. Zieh es ins Verzeichnis rein. Nicht wirklich erleuchtend. Das heißt Bucket. Depends. Das Init sollte nicht allzu klein sein. Ah, Register Alias. Bucket. Bucket, Bucket Empty. Bucket Water. Bucket, okay. Warum auch immer den Alias? Register Craft. Recipe. Okay. Bucket Liquids. Check Protection. Okay, Bucket Register Liquid. Register Craft Item. Ja, Empty Bucket. Das ist jetzt auch nicht so. Register Liquid. Register Liquid. Ja. Bucket Lava PNG. Und das ist Bucket Water PNG. Bucket Water PNG, Bucket River Water. Okay, Bucket Water PNG. Haben sie es so gemacht? Heißt es, ich habe was falsch geschrieben bei der Textur? Weil es ist ja ein Texturenpack. Oder müsste ich das hier in das Texturenpack ziehen? Stimmt, das habe ich noch nicht probiert. Ich habe noch nicht probiert. Ist Farming heißt die Mod, stimmt's? Farming Tool Woodhoe. Okay. Haben wir jetzt einfach mal reingezogen. Gut, die Flammen nimmt's auch nicht. Genau, das müssen wir eh mal eh beenden und Texturenpack ist richtig ausgewählt. So. Muss das ins Texture Pack rein, damit verschrieben wird? Es muss tatsächlich ins Texture Pack rein. Und da würde ich fast sagen, wir lassen Sfax einfach mal als Texture Pack sein und erweitern Sfax. Wir müssen mal kurz in die License gucken, ob man die Rechte dazu hat. Dieses Testing legal. Okay, you are free to share, to copy, distribute and transmit the work of private use only or by redirecting to http://bdcraft.net under the following conditions: attribution. No, you may not alter, transform or build upon this work.
This work for commercial purposes. Gut. Wenn man es halt im Spiel benutzt, das Spiel kostenlos ist, aber das die Videoinhalte von dem Spiel, ja. Okay. Geht schon eine Weile, wie es aussieht. To share to copy to distribute to transmit work. Okay, attribution must attribute the work in the manner specified to the author or licensor, but not in any way that suggests that way endorse you or you for your use of the work. Non-commercial, no derivative upon this work. Ernsthaft? Das heißt, man darf das nicht verändern oder erweitern? Das macht mir jetzt schon ein bisschen Gedanken. Und was ist mit dem hier? Klar, das gibt's auch. Texturen. Sounds JSON. So, legal. Steht hier dasselbe. Terms of use. Sucks pure bedingt. By downloading with the following simple, easy understand terms of use. It's a resource pack containing many different files, mainly textures in PNG and models in JSON form. It has been tested as much possible. Okay, this has been bugs, has been scanned for viruses, malware, and contained. Okay. Human needs to be put in the resource packs folder. Okay. It's downloadable only if you use the official link available on this page. PDF reserves the right to update terms of use. Any notice. Not authorized to modify, copy, host, mirror, publish, transfer, license, distribute, transmit, sell. Okay, that's reproduce, remix, alter, or decompile PuberTCraft. Create a remix pack using one or more files from PuberTCraft. Warum nicht? Are authorized to decompile, alter, and remix for exclusive use in online videos if and only if you add new credits in video description with a working link to PuberTCraft. Yes, by Fox PuberTCraft.net. Monetize online videos using me if and only if you add. Okay. Alter and Remix. Okay, man darf es tun. Zumindest nach dem Sfax PUBDCraft, nicht nach dem Test-Dingens. Copy Alter Remix Textures from Mod Patches. Read this right for details. Decompile Alter and Remix for use in non-commercial software if and only if you add credits. Okay. Don't add a creator, do not download and use and or use. Decompile agreement exclusive use in online videos. Okay. Das heißt, in dem Test-BD-Craft ist es legal etwas. Ja. Da steht das Ganze nicht drin. Ja. Waiver any of the not alter transform on this work. Okay, ich denke mal, dass das alles ein bisschen alt ist. Oder zumindest hoffe ich das. Copy, distribute, transmit. Private use only. Ja. Okay. Okay, das heißt, was steht uns an Arbeit bevor? Man darf es. Hier steht nirgends. Hier steht zwar drin Resource Pack for Minecraft, aber die Compile Alter Remix. Exclusive Use in Online Videos.
Ich bin kein, sagen wir mal, ach, wie soll ich es am besten ausdrücken? Nennt man die Leute nochmal? Anwalt, genau. Das heißt, ich kann nicht analysieren, ob ich das jetzt nur in Minecraft verwenden darf. Weil hier steht zwar Resource Pack for Minecraft, aber hier steht ja USP Autor. Also quasi dazu bin ich autorisiert, wenn ich in Online-Videos das hier machen will. Und wenn ich nach Minecraft suche, Minecraft, es kommt es nur hier und hier vor. Das ist die Frage. Decompile, Alter und Remix. In Online-Videos steht aber nicht drin in Online-Videos über Minecraft, sondern nur in Online-Videos. Problem ist, jetzt muss ich die Jungs jetzt wirklich anschreiben, weil ich das Ganze hier erweitern will. Weil hier fehlen einfach Sachen. Und ich würde halt gerne noch diese. Haben wir sie denn? Unter F müsste die sein, ne? Ja. Hier. Die Wooden Hoe würde ich gerne hinzufügen, aber die gibt es halt nur in dem Minecraft-Dingens. Und wir sehen ja hier, dass es funktioniert. Es sieht auch anständig aus. Es muss nur ins. Ja, es muss nur hier rein. Und scheinbar sind hier, da ist deren Legal so aufgebaut, also ob ich es legal benutzen darf, ist so aufgebaut, dass ich es nicht verändern darf. Das heißt, wenn ich hier raus quasi eine Mod erstellen würde und würde diese Texturen hier verwenden und würde das Ganze auf GitHub stellen, würde ich mich strafbar machen. Das macht das Ganze ein bisschen problematisch, weil ich habe mir ja auch, wenn man genau hinguckt, hier die Kupfertextur. Ich habe einfach quasi die Eisentextur genommen und habe einfach die Farbe davon verändert und habe einfach eine Kupfertextur draus gemacht. Das Ganze funktioniert nicht, weil ich es nicht verändern darf. Remix und Alter. Darf ich laut der Minecraft-Dingens, wenn ich es für Online-Videos verwende? Das ist ein bisschen gering umschrieben. Da müsste ich mal nachgucken. Weil ansonsten müsste ich alle Texturen selbst machen, wenn ich sie weiter verbreiten wollte. Das heißt, ich müsste. Kann man dafür ein Skript schreiben? Man müsste ein Ersatzskript schreiben. Man müsste ein Skript schreiben, das quasi einem alle. Nichts Fax Test Craft, sondern. Alle Pure PD Craft. Was sind denn Textures? Genau. Das muss alle die Dinger hier nehmen und muss sie quasi in Texturennamen für diese Mod hier ersetzen, damit man sie in meinen Test verwenden kann und bräuchte quasi ein Übersetzskript. Ich glaube sogar, dass es nicht illegal wäre, ein solches Skript herzustellen. Quasi ein Skript. Moment. Ist es verboten, ein Programm herzustellen, mit dem man etwas Illegales tun kann? Ja, ist es. Aber es wäre nicht illegal, wenn man es benutzen würde, um das Ganze in Online-Videos zu verwenden, da es explizit da reingeschrieben wird. Aber Online-Videos sind wahrscheinlich beschränkt auf Minecraft. Wir spielen gerade mein Test. Aber dieses Sfax Test BD Craft Texture Pack ist problematischerweise Sfax kann nicht mehr schreiben. Sfax Test BD Craft. Ja, wir zocken bald. Aber noch bald.
Ah, okay. Sachs, Test BD Craft. Ah, geht nur bis 128 aus. Sachs, Test BD Craft. Hier haben wir was, 256. Geht auch die 512er Version, aber ja, was es ist, Infinite Miner, Minecraft and like, it's been development since 2010, it's free open source software released under bla bla bla. Pure BD Craft, version for mine test, thanks a lot, I have to create von 0.4. Das ist License. Ist das dieselbe? Nature Request does not exist for convenience, Google Search, schleichend License Term. Use. Wow. Die weisen auf hier auf etwas, was es nicht gibt. Zumindest nicht hier. Download License Free. Ja. FAQ, Fax, License, Conflicts, ja. Das heißt, wir müssten diese guten Herren mal anschreiben. Website, Craft Creations. Ja. Gut, ich würde mal sagen, dann. Sign in, Mods. Ich würde mal fast sagen, dann schreiben wir die Herren mal an. In den Foren würde ich mich jetzt gerne nicht anmelden. Share this page. BDCraft on Twitter. Hashtag PureBDCraft. Wie alt ist der Tweet schon? Nothing's really beside making it compatible. Kann man die auf Google Plus? Jetzt kennt ihr meinen Namen. Recent Posts. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Text and Pictures. Who's online? Who's new? Muss nicht jede Seite immer so ein Ding haben, wo man sie anschreiben kann, also Kontakte und so weiter. Auf FAQ, Editions of Sale, Forum, Archives, Wallpapers, Code. I have Fire Portal, not real things, upper right corner, some blocks. Can I post a link to let others? Yes. Can I post a link to thread of text personal apply link? No. Texture in a remix pack I will release. No, even if you credit me for the textures used. Okay. No. Can I remove a pack share link? No. Pack for some videos I want to share. Yes. Please add all texture packs. Link to website. Can you also pack for some videos I will use? Yes. Okay, sie wollen einfach nur in den Videos erwähnt werden. Zumindest in der Beschreibung. Yes, Adventure Map, ja. Don't like some of your textures. Can I edit your pack for private usage? Of course, yes, just don't redistribute our work. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das nur für die Minecraft. Aber das ist ja Test-BD-Craft. Das ist auch BD-Craft, ja. Also, ich würde mal sagen, für den Private Use, den ich hier habe. Adventure Map. Like some of your textures. Can I edit your pack for a private usage? Of course, yes, just don't redistribute. There, ihr wisst, was ich meine. There is awesome, wonderful mat, all type, but sadly just human. Okay, can I have some textures to support other mods? Would be nice. Textures. Okay. Dann nehmen wir mal an, für die private Verwendung.
Man kann den wahrscheinlich rechtlich nicht darauf festnageln, dass die Antworten, die er hier geschrieben hat, auch also man kann ihn rechtlich nicht darauf festnageln, dass die Antworten hier mit dem übereinstimmen, was in den License drin steht, also in dem Legal. Aber ich denke mal, es sollte erlaubt sein, dass ich hier quasi sein persönliches Texture-Pack hier etwas erweitere durch meine. Es ist ja nicht mal meine, es ist sogar seine Wooden Hoe. Das heißt, ich erweitere einfach nur das Test-BD-Craft ein bisschen, damit es schöner aussieht. Das heißt, ich ziehe den ganzen Shit hier. Ich einfach darunter. Datei im Ziel ersetzen. Blub. So. Noch sieht es nicht schön aus. Ins Hauptmenü. Server wieder hochfahren. Damit die Texturen sitzen. Besser gesagt, das Texture Pack sitzt. Dann muss ich das selber Texture Pack mal meine Freundin auch noch einstellen. Und falls ich vergessen haben sollte, in die Beschreibung reinzuschreiben, dass mir der ganze Kram nicht gehört, dann seid ihr frei, mich zu schlagen. Verbal. Ausschließlich. Okay, aber wir haben Wooden Hoe und wir haben Stone Hoe. Das heißt, ja. Ja, dann mache ich, denke ich mal, nächstes Mal noch ein kleines Video darüber. Klein. Wie ich ein paar Texturen hier ersetze. Ich meine, ich habe ja schon das mit dieser Textur hier gemacht. Die hier habe ich verändert. Die sollte wahrscheinlich auch nicht bei mir drin sitzen. Habe ich hier irgendwo noch Kupfer rumliegen? Genau, da habe ich noch ein Copper-Ingot. Sollte ich das vermutlich auch ins unten rein tun. Das quasi das, da habe ich was von ihm genommen und ein bisschen verändert. Ich hoffe, da killt er mich nicht dafür. Ist ja private Usage. Aber hier dieser High Energy Crystal, der ist ja komplett meins. Genau, dann kann ich das auch darunter ziehen. Das gibt es nämlich hier unten noch nicht. Dann sollte ich das quasi auch wieder Server starten können. Und oh Wunder, machen wir die Küste auf. Ja, steht auch da drin. Und da vorne. Moment, wie konnte man nochmal zoomen? Z. Hab ich das entfernt? Nee, Zoom. Z. Okay, hat sich wohl nicht mit dem Zoom, aber wir sehen ja die Textur von hier drüben. Die ist ja in Ordnung. Ja. Und hier, da. Genau. Ist ja die Kupfertextur, die ist auch drin. Muss man mal gucken, Minecraft, ob der da drüben eine Kupfertextur für Kupferbarren hat oder so. Aber ich vermute mal nicht. Deswegen gucken wir einfach mal und wenn nicht, dann gucken wir uns andere Texture Packs an und gucken uns deren Lizenz an und ich hoffe, dass wir dann vielleicht Texture Packs finden, die eine ähnliche Qualität von Sfax haben und die vielleicht unter der MIT-License stehen. Und alles, was unter MIT-License steht, ist. Mach zur Hölle, was du willst damit. Und ja, es wäre ganz schön, weil ich arbeite sehr gern mit Sfax, weil das ist ein bisschen comicartig. Das heißt, es würde auch eine niedrigere Auflösung der Texturen vertragen, bessere Frames erzeugen und so weiter und so fort. Aber ja, da müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht schreibt man einfach mal ein Übertragungsskript und dann können andere Leute dieses Skript für private Zwecke verwenden. Das schreibe ich dann einfach, dann gebe ich dem Ding halt auch einfach eine License und diese License sieht halt einfach nur vor, keine kommerzielle Benutzung, sondern nur quasi zur Übersetzung von Texturen von Minecraft in Mindtest. Ja, und damit danke ich fürs Zuschauen. Das Video hat eigentlich schon viel zu lange gedauert. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Die üblichen Verdächtigen, die auch schon in anderen Mindtest-Videos kommentiert haben, dürfen das natürlich gerne auch tun. Und damit danke ich fürs Zuschauen. Und bei Ideen, Vorschlägen und so weiter, ihr wisst ja, die Kommentare sind genau dafür da.
Ich danke dem Ersteller von Pure BD Craft und Test BD Craft für seine Arbeit an der Texturen. Ich finde sie sehr schön. Und unter bdcraft.net, war das so viel ich weiß, findet ihr auch weitere Ressourcenpacks für Minecraft und MyTest. Ich glaube sogar noch andere Spiele. Ich bin mir nicht sicher, leg mich nicht drauf fest. Aber jedenfalls danke an ihn für diese gute Arbeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.